Ja, Mai, da sind wir wieder zu einem neuen Technik-Let's Play. Herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, wieder zu einem neuen Technik-Let's Play. Ja. Ich habe gerade eben schon mal eine Welt ausprobiert hier für unser gutes Minecraft-Technik-Let's Play. Die war aber ein bisschen, naja, nicht so gut. Und deshalb habe ich jetzt nochmal eine gesagt. Damit bin ich aber jetzt relativ zufrieden. Da drüben haben wir gleich Rubberbäume, Sumpfbiom. Hier normale Wiese, die Karte, die sieht ja nicht die Planetenkarte. Wir wollen noch nicht gerade zum Mond fliegen. Kann vielleicht später mal machen. Sieht auch normal aus. Gerade eben war ich mal wieder im kompletten Dschungel. Es gibt ja zwei Sachen, entweder kompletter Dschungel oder Snowwelt, die kein Mensch mag. Ja, Minecraft Mod Let's Play. Hallo. Okay. Was ist jetzt los? Gerade eben ging alles. Geht eigentlich. Ist immer das bekloppte Feuerwerk eigentlich. Ja, also was waren wir hier? Also wir waren ein Minecraft Mod Let's Play. Es tut mir übrigens leid, hier unten in Game Info, dass da Map Pack bei @kräfte27 und da fehlt dann die Enter-Taste. Das habe ich in der Config falsch gelesen, verstanden. Tut mir leid. Ich dachte, es geht anders. Ich dachte, dann übernimmt es gleich mit neue Zeile so. Nur das war leider nicht so. Auf jeden Fall, ja, das Modpack, das ist vom guten @kräfte27. Wirklich kein schlechter Typ. Können wir vor allem mal vorbeischauen. Macht wirklich Modpacks und er sitzt da auch wirklich lange dran, weil ja irgendjemand muss sie auch updaten. Ich renne gerade schon wieder sinnlos hin und her. Also waren wir bei so einem Nein-Problem. Das hatte ich vorhin schon, konnte ich aber auch vorhin nicht lösen, muss ich da mal in der Pause, weil eigentlich brauchen wir es ja nicht. Weil wenn ich meinen gehe, das interessiert euch dann sowieso nicht. Somit passt hier der Berg eigentlich schon erstmal richtig gut. Habe ich schon mal gesagt, das hier Schiff wird's nerven. So. Also wir brauchen eine. Natürlich reicht zwar wieder recht. Aber eine Spitzhacke, damit wir erstmal hier ein bisschen Stein bekommen. Get it, das Schiff. Ja, denn Stein ist ja der Grundweg für alle Ressourcen. Was waren wir, wenn man hier ein wunderschön geschilltes Minecraft-Let's Play? Früher Morgen, 8:35 Uhr. Passt. Nee, ja, so ist das eben bei mir. Wer kennt mich ja, obwohl eigentlich nicht. Ich bin eben so ein Mensch. Ja. Das Schöne ist, wir können jetzt einfach hier Blöcke abbauen. Was haben wir hier? Wir haben hier schon mal von Schiesel ein sehr, der sehr viele Blöcke mitbringt. Granit brauchen wir aber eigentlich nicht. Ja, wenn ich mich jetzt hier aber den ganzen Berg reingrabe, hier hätte man noch Galaktikkraft. Da haben wir hier wunderschöne Mods drauf, was mich gerade aufregt, dass das gerade nicht angezeigt wird. Und ich weiß nicht mal warum. Ja, das regt mich ja auf, da muss ich dann nochmal nachschauen. Ja, das Problem. Ich bin in der Auslösung einer. Was habe ich denn für Mods geändert? Ich habe den einen rausgenommen und habe den anderen reingeschmissen, aber daran lag es nicht wegen Nein. Wo dran lag, dass in Nein nichts angezeigt wird?
Wir hatten das Problem schon mal, ich weiß. Ich tue ja auch, also manchmal kommt ja dann doch mal Chef, die zu mir sagt, könntest du mal dies oder das andere testen? Ja, sage ich meistens immer ja und letztendlich mache ich sowieso nie. Wo jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Ich bin eben so ein Mensch und geht eigentlich gar nicht. Wir sehen dann immer solche wunderschöne Aufgaben wie zum Beispiel, ja, teste etwas Gewisses in Minecraft und finde eben heraus, wo dran der Fehler ist. Wie zum Beispiel, was hatten wir denn schon alles? Wir hatten schon mehrere Fehler immer. Das sind immer solche Mod-Konflikte. Zum Beispiel die Raincraft, Loader und Unloader haben das Zeugs nicht ausgeladen. Nee, ausgeladen haben sie es schon. Problem war, sie haben kein Redstone-Signal letztendlich an die Track ausgegeben. Sondern erst mit dem Block daneben. Also quasi, wenn das der Loader ist, dass da dann das Redstone ist. Das hat keinen Sinn ergeben. Letztendlich muss man dann quasi testen. Ein Mod rausnehmen, Modpack starten, was circa 5 Minuten dauert. Zumindest an meinem Rechner. Dann, ja, testen, dann Modpack wieder rein, nächsten Mod raus. Ja, sitzt man so dran. Letztendlich, der Schuldige war, was war denn das? Was war denn das? Komm gar nicht drauf. Remote.io war das. Ja, ich stiebe hier schon wieder rum und erzähle euch Lebensgeschichten. Nee, egal. Ich weiß, dass es euch nicht interessiert. Ach so. Aber so ist das eben. Ich muss damit leben, ihr müsst damit leben. Wir alle müssen damit leben. Mai. Ich werde unten die Config von Ingame-Infos auch nochmal ein Bild ändern. Weil auch so, ich brauche da noch gewisse andere Angaben. Nur lassen wir uns von den ganzen Zeugs erstmal nicht stören, sondern reden wir mal über das Leben. Ja. Was gibt's Neues? Ja, so ist das eben. Ja, ich zum Beispiel, ich habe gerade schon wieder nicht wirklich was zu erzählen. Ich baue erstmal hier Holz ab. Und dann werden wir uns eine kleine Hütte bauen, erstmal für die Nacht, für einen Unterschlupf. Und ja, so ist das eben. Gerade eben habe ich zwar schon die Platten gebaut von Tinker's Construct. Nur ja. Was haben wir noch so gutes Thema? Wir haben noch das Thema Minecraft-Namen sind jetzt änderbar. Genial, oder? Ich finde es einfach genial. So happy, ich heiße ja so der Mistkäfer. Ich werde zwar so heißen bleiben, weil ich weiß nicht, wie, in was ich mich ändern sollte. Nur man kann jetzt seinen Minecraft-Namen ändern. Nach wie vielen Jahren arbeitet Mojang schon daran? Mindestens eins, ich sag's euch. Denn seit der Version 1.5.x, sprich x ist egal, also 1.5x oder 1.6x ist in Minecraft auf Servern kein Spielernamen mehr da, sondern man hat eine UUID. Die ist eine Nummer, die quasi den Spielernamen ersetzt. Damit haben sie quasi schon damals angefangen, es vorherzuschreiben, dass der Minecraft-Namen irgendwann änderbar ist. Weil durch die UUID wird alles auf der Nummer gespeichert, sprich Inventar, Whitelist, Bahn, sonst was. Deshalb, ja, ist er quasi für alles euch gleich, ob ihr jetzt euer Namen ändert oder nicht. Nun gewisse Art Mods, wir haben zum Beispiel mitgekriegt, Towncraft Research, das ist nicht
Es wird noch unter Namen gespeichert, nur die werden bestimmt bald nachrüsten. So ist es auf jeden Fall. Oder Anleitungen schreiben, wie man es konvertieren kann. Weil es ist so und es wird so sein. Ja, quasi, wie geht das? Also, es gibt zwei Optionen. Also Punkt 1. Meldest du dich oder ja, du dich mit deinem Minecraft-Namen noch an, also ohne E-Mail-Adresse. Ich melde mich an dermistkäfer@gmail.com und dann mein Kennwort in Minecraft. So. Manche Leute melden sich aber nur mit der Mistkäfer und dann das Kennwort an. So. Diese Accounts sind noch nicht migriert, die sich noch normal mit dem Namen anmelden. Diese müssen zuerst auf minecraft.net gehen, dort quasi den Account migrieren, also quasi zu Mojang verbinden. Und wenn sie das dann getan haben, müssen sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden. Damit kann man sich dann wiederum bei Mojang anmelden. Da steht dann für alle, steht dann in Mojang quasi drin, wenn man sich dort anmelden, rechts von Minecraft der Benutzername und daneben steht Change. Wenn man da drauf geht, kann man seinen Namen ändern. Gibt zwei Varianten danach. Dieser Namen kann man ändern. Man kann ihn erneut ändern in 30 Tagen. Der Name quasi zum Beispiel. Ich hieß jetzt Mist. Nein, ich hieß jetzt Wood. Habe meinen Minecraft-Namen geändert. Zu Stone. Dann muss ich 30 Tage warten, bis ich den erneut wieder auf Wood ändern könnte. Oder zu etwas anderem wie zum Beispiel Tree. Oder ich lasse ihn einfach. Dieser Oak bleibt aber so lange gespeichert, quasi für mich reserviert, 37 Tage lang. Sprich, ich hätte nach dem Ändern meines Namens 7 Tage Zeit, um ihn wieder auf den alten Namen zurückzuändern. Weil erst danach können andere User sich auf den Namen schreiben. Quasi ganz einfach. Ich weiß, es klingt jetzt richtig kompliziert irgendwie, aber so ist das ja. Heiße Angelegenheit, Leute. Ich weiß. Naja, belichtbar. Aber so ist das eben. Es klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, denn es ist eigentlich ganz einfach. Ich werde noch ein bisschen Haus bauen, werde dann auch in die Mine gehen, weil das interessiert euch ja nicht. Werd das mit Nein beheben, Ingame-Info beheben. Wisst ihr, es sind eben solche Sachen, die fällen mir gerade so auf. Und wir haben schon mal wieder nichts gemacht, eigentlich diese Folge. Sondern ich stehe einfach nur rum und mach nichts Sinnvolles. Das ist eben Minecraft. Hey, mach den Ofen an. Wir haben so viele schöne Mods drauf. Ich freue mich schon richtig. Einfach vor allem, weil ich hier ein bisschen, ja, das mysteriöse Etwas kommt schon wieder. Leute. Ich weiß nicht, ob das so unser Haus wird, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, drüben Schafe, der ist ja alles so Schweine. Ich weiß nicht, ob wir in dem Haus vielleicht wohnen bleiben. Ist auf jeden Fall schön. Ich werde vielleicht oben noch was draufbauen, dann. Quasi dann oben. Übrigens, dass die Türen so öffnen und schließen, da liegt ein Tracknabi. Konnten wir auf dem Server nicht rausnehmen. Quasi das Modpack ist eigentlich ein Modpack für einen Privatserver. Deshalb gibt es das auch nicht zum Download. Ihr könnt mich danach fragen, wie ihr wollt. Nein,
weil es ein Privatmodpack ist. Ich spiele aber jetzt trotzdem mal im Singleplayer, weil im Server habe ich keine Lust daran anzufangen. Und so für euch irgendwo quer einzusteigen, das ergibt keinen Sinn. Ja. Und da können wir nicht einfach Mods rausreißen, weil ja Seite 1.7, es gibt keine festen IDs mehr. Weil der Block hat jetzt die ID 3, nehme ich den anderen Mod raus, hat er die ID 6. Oder tue ich den anderen Mod rein, weil dann geht er ja weiter nach oben, also hat er dann die 6. Ja, Standardblöcke natürlich nicht, die sind gespeichert, Leute, aber anderes Zeugs. Ich verreck schon. Hey, ich will doch nur Kuchen. Sieht's auf jeden Fall aus, ich verreck schon. It's time to strike. Wir werden also bald kämpfen. Es wird richtig hart hier. Eine harte Angelegenheit. Nee. Was haben wir hier noch für wunderschöne Bücher? Wir haben einmal von Tigers Constructor, haben wir von Rika und dann Open Blocks. So, rüst vor uns kurz um. In Wolle wäre schon nicht schlecht. Also Schafe. Ja. Unsere schöne Weltkarte. Was habe ich denn gerade drauf gedrückt? Was ist denn das bitte? Die Venus. Aha. Gerade so wie ein Erdklumpen. Und der Merkur, der ist doch nur Stein. Aber ganz im Ernst. Echt. Genauso unsere Erde, die ist 12×12 Pixel groß. Sieht sie übrigens auch im Weltraum aus. Was ist jetzt los? Hallo, Spiel. Hallo, wer mich noch hört, ja, tut mir das gerade leid, weil ich gehe aus meinem Haus und habe einfach keine Rückmeldung. Ich habe jetzt nicht gerade wirklich was geändert daran. Hallo. Wenn ich aus meinem Haus gehe, jetzt guck mal ganz im Ernst. Ja, ich weiß nicht mal, ob ihr mich noch hört, also ob es gerade noch Sinn macht, mit euch zu reden. Wer mich hört, ich werde das vielleicht rausschneiden. Ich hoffe es, dass ich es rausschneide. Bäm, bäm, bäm. Und da sind wir wieder auf Sendung, liebe Leute. Ja. Was es gerade war, das ergibt wirklich keinen Sinn. Warum er jetzt auf 60 FPS hochgeht, ergibt auch keinen Sinn.
Weil ich sage ihnen ja, er darf nur mit 30 aufnehmen. Ja, egal. Es war gerade mal so eine typische Minecraft-Apokalypse. Obwohl ich weiß, woran das liegt, dass wir eigentlich die ganze Zeit... Können wir mal das ausmachen. So. Bringt uns mir zwar keine stabilen, aber es bringt uns mehr FPS. Die haben wir hier eine hier auch immer schön hier machen. Weil dieses Use V-Sync ist ja dazu da, um wirklich stabile zu haben. Sprich, hätte ich jetzt so um die 20, dann ist das um die 20. Er bräuchte länger, um das wieder einzupegeln. Ist natürlich auch auf der einen Seite für das Spiel nicht gut. So springt er zwar dann oft mal runter von seiner Zahl und er ändert seine FPS-Anzahl. Vor allem, was mich wundert, dass die FPS-Anzahl in Minecraft mit der von Fraps überhaupt nicht übereinstimmt. Ja, meistens schon, aber bei 30 ist er angegeben, deshalb drosselt Minecraft und Dings auf Dings. Jetzt gehen sie alle wieder hoch und keine Ahnung. So ist das eben. Wir werden aber dann auch gleich Schluss machen, denn wir haben genug Klötzchen erstmal gebaut. Schweine haben auch schon geschlachtet, also wir werden ja noch Schlachtmeister des Jahres. Ich wollte eigentlich mal seit Jahren mal mein Skin nennen. Was schauen wir mal nach, Mann? Das kann ja mal einen richtigen Körper. Cool. Das war eigentlich die falsche Taste, aber ich wollte euch eigentlich noch zeigen, wie viel Mods wir besitzen. Momentan. Denn das ist ja so eine Sache. Weil ja, ich hab ja mich jetzt. Ich hoffe mal. Ja, auf jeden Fall ist das immer so eine Sache mit Mods. Hammerpack ist von Adcrafta. Wir haben spielen momentan mit 180 Mods. Ja, so eine Liste. Was aber schön ist. Wir haben hier den Minecraft Forge Mods oder Minecraft Coder Pack. Wir haben kaufen Kurs erstmal, haben wir Bildkraft, dann die optionalen Pipes, haben wir Industrialkraft, haben wir noch die Advanced Solar Panels, den Applicore, dann Applied Energy, ist natürlich beste Lagersystem ever, Backpack, Better Little Screen, deshalb steht da unten auch Adkräfter, ja, das ist ja relativ egal eigentlich, Thermal Foundation, Thermal Expansion, Big Reactors, da freue ich mich wieder mal drauf. Botania, Extra Bees, Extra Trees, Genetics, kann man damit vielleicht auch mal wieder rumfuschen. Plot Magicer, Bildkraft Kompakt, Kappeners Blocks und Chicken Chunks und Bubbles und Taumkraft und Railkraft und Forge Multipart. Na gut, das ist ja Start. Schieße, Computerkraft, Cookie. MJTJP Core Mod Projekt Red natürlich. Das gibt es anderes. Mein Factory Loaded weiter natürlich, obwohl die jetzt seit langem nicht mehr ordentlich supporten. Also da könnte man schon ein bisschen was ändern. Tinker's Construct, Mindchimp, Dragon Abbey, Seinfurt Library, Dynamic Transport, Enchiridion, Ender.io, Ender Storage, Endertech, Extra Utilities, Foxlip, Funky Locomotion. Mit Lokomotive werden wir vielleicht auch ein bisschen was machen, nur, naja, ich habe auch selber einen Bahnhof, Riesenzugsystem, Haufen Bundelkabeln, aber eigentlich, ich brauche es nicht. Das sind wir wieder bis zum Punkt angelangt. Galaktikraft, natürlich, habe ich ja gerade eben schon geredet, Gravitation Suit, Atomic Knight. Dann Helpfixer. Dann IC2 Backpack. Hat Nuklearkontrolle, Aishan, Util, Emis Core, Lanky Core, Ingame Info, XML. Aha, zwei Tumors. Taumkraft Integration und Simple Chatpacks Integration. Aha. Incure Core, Inventory Tweaks, Iridium Mod, damit wir auch überhaupt Iridium finden können. Weil, ja. Iron Chest, Java, Johnny Map, Kaffer Lip, so ein Lipbot, Kaffer Units Mod, Logistik Pipes, Mega Crops, ja, ich weiß, overpowered, aber es geht so, wenn man auch Power Armor rein,
Malis Doors, Redstone Arsenal, natürlich Mechanism, Mechanism, Generator, Mechanism, Tool, MFR Kompakt, MMM, Morph, Maustwix, Multipage Chest, Night Add-ons, Nether Ores, No More Rezept, Konflikt. Da können wir mich dann umstellen im normalen Crafting Table. Wenn wir es brauchen, zeige ich es euch mal. Obsidian Plates, Open Mods, Open Blocks, Open Perfera Core, Open Perfera Add-on, Open Perfera Integration oder Dictionary Converter. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Zumindest habe ich es noch nicht gebraucht, aber ja, wir haben jetzt auch Clay unter der Erde. Durch den guten Mod. Palms Clay Spawn. Power Converter ist natürlich. Kann ich gar nichts zu sagen. Projekt Blue, auch eine sehr interessante Sache. Remain in Motion. Ja. The Secret Room Mod Solar Flux, also Solar PS für AF. Und ja, Steve Cards, Steve Factory Manager. Unbedingt mal anschauen. Debichet, Tomcraft 9 und Tick Tooltips. So, da würde ich sagen, das reicht dann erstmal für heute, denn wir haben lang genug gemacht. Und ja, wenn ich jetzt hier auf den Multiplayer klicke, der ist sogar ein Server. Warum ist da der Server? So, ganz im Ernst. Ich habe dir gar nicht hinzugefügt. Ja, unser gutes Let's Play Technik ist 8.53 Uhr gerade eben gewesen. Ich hab gerade 5 Minuten fast mit dem Leiden der Mods verbraucht. Ja, ist ja auch egal. Wir sehen uns. Ciao, die haut rein, Leute. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Ja, frische. Und ciao.